Ich habe mich so unsäglich viel mit der Baugeschichte dieser Kirche beschäftigt. Vor allem jahrelang habe ich bloß alles, was in Archivaren zu finden war, gesucht. Und der entscheidendste Punkt mit über die Baugeschichte ist das Jahr 1994 bis 1995, als wir hier die Fußbodenheizung eingebaut haben. Und bei der Gelegenheit habe ich doch die ganze Kirche, habe ich dann in einer solchen Tiefe alles aufnehmen lassen. Und dann kam die große Sensation. Ich habe sofort dann, wie sich mir das andeutete, gleich die Hochspezialisten von archäologischen Fundamentspezialisten angefordert. Die waren dann hier und haben dann festgestellt, in einer Schönheit sondergleichen sind von drei Vorgängerkirchen alle Fundamente freigelegt. Und zwar haben dann die Archäologen gesagt, da Fundamentarchäologen, die erste Kirche muss etwa im Jahre 950 bereits gebaut worden sein. Und später, ich habe dann von dieser ersten Kirche ein, dieser rein romanisch natürlich, ein solches romanisches Fenster an der Wand hier außen entdeckt, habe ich dann selber freigelegt und nicht mehr ganz zumachen lassen, bloß also so. Und damit ist klar, dass diese Seite der Kirche, diese Wand, für alle vier Kirchen, auch für die vierte jetzt hier, ein und dieselbe ist. Gell? Aber die erste, zweite Kirche, die waren wesentlich schmäler und wesentlich kürzer natürlich. Und, aber außen, wenn wir dann noch gehen, dann können Sie feststellen, da habe ich ja doch 83, wie ich die Außenrenovierung durchgeführt habe, habe ich dann das Hauptportal der Vorgängerkirche, die 1759 abgebrannt ist, auch freiwegen lassen und das kleine Schulterportal da auch. Und da, wir werden dann draußen, wenn wir dann uns sind, dieses freigelegte gotische Hauptportal, das wäre jetzt hinter dem jetzigen Seitenaltar. Ja, und Sie müssen sich jetzt Folgendes einmal vorstellen. Wie ich schon gesagt habe, denken Sie sich hier diese Wand hinter dem Hochaltar, die sogenannte, wo die Sakristeitüre drin ist, radikal weg. Diese Abrundung der Mauer hier, mit dem Kirchen, wissen Sie, ebenso wegdenken, sondern die Mauer einfach, die dann gerade weiterläuft und im rechten Winkel dann hier zusammenstoßen. Das, alles was ist, ist, alles müssen Sie sich wegdenken, diese Mauern. Und wie ich gesagt habe, auch die andere Mauer jetzt draußen, die Außenmauer der Sakristei, muss ebenfalls weggedacht werden. Da ist der sogenannte Chorraum, ist noch bis zum heutigen Georgsbrunnen hinausgegangen und ist dann im sogenannten Polygonabschluss geendet. Das habe ich 83 alles schon auch freilegen können. War klar. Und ja, aber jetzt muss ich Ihnen auch sagen, das entscheidendste Ereignis dann für diese Baugeschichte ist der 13. Juli 1759, der ganz Bressart in einem Flammenmeer versunken ist. Und das, was ich aus diesem 13. Juli stammt, auch diese sogenannte Tunneltreppe, die Reste da, das ist da. Und ich habe das dann sofort zum Formfahrer gemacht, von einer stabsicheren Wand mit Einschlag, nicht einschlagfähigen Gläsern, denn das ist so etwas Sensationelles. Und da geht es nämlich, jetzt haben wir dann die großen Leute, und die Frau Dr. Codriani von Regensburg, Bayerischen Landesamt für Denkmalschutz und Denkmalpflege, die Frau Dr. Codriani, die eine Nebenstelle in Regensburg leitet, die war bei diesen ganzen Ausgrabungsarbeiten da und die hat behauptet, dass die Kirche in der jetzigen Breite erst nach dem Brand 1759 gebaut worden ist. Und da schreibt auch der Herr Oberstudienrat Heribert Schmidt in einer sehr schönen Abhandlung überhaupt, Oberpfalz-Heimat, und da ist er auch, da schreibt er, natürlich jetzt als Irrtum erwiesen, dass
beim Wiederaufbau 1759 dann die Kirche auf die heutige Breite verbreitet worden ist. Bis dahin stand der Turm neben der, praktisch neben der Kirche, weil die Kirche bloß so breit etwa war. Bis daher. Und daraus, das ist die Turmwand. Und in der Flucht der Turmwand ist sie später mal auf die Breite erweitert worden, die Kirche, aber da komme ich dann noch darauf zu sprechen. Und ich habe aber von vornherein dann die andere Auffassung vertreten, die Verbreiterung der Kirche zur heutigen Breite kann nicht erst 1760 bis 1762 erfolgt sein, die muss schon beim Bau der hochgotischen Kirche etwa 1450 erfolgt sein. Und das hat mir die Frau Dr. Codriano nicht abgenommen. Und jetzt aber, wie ich dann die freigelegte Treppe hatte, habe ich sie wieder gebeten, die ist gleich gekommen. Und dann hat sie mich angeschaut, sagt sie, Herr Pfarrer, jetzt muss ich meine Auffassung korrigieren. Endlos haben wir miteinander debattiert, aber dadurch ist jetzt erwiesen, dass ihre Auffassung recht war. Dass die Kirche nicht erst nach 1759 auf die heutige Breite verbreitet werden konnte, sondern bereits zur hochgotischen Bauphase, das müsste um 1450 gewesen sein. Das war also das Erste. Und dann kam die Außenseite da auch noch. Und wenn man dann die Außenrenovierung der Kirche durchgeführt hat, was stellt sich heraus, dass da in der jetzigen Mauer die gleichen zugemauerten gotischen Portale zum Vorschein kommen, wie sie da sind. Und zwar direkt fluchtend gegenüber. Und damit ist bewiesen, dass diese Fenster, die gotischen Fenster sind ja dann alle zugemauert worden, aber man hat die Konturen alle gesehen. Ich möchte das mal in einem eigenen Vortrag, Epidia-Vortrag, den ich schon fertig habe an sich, möchte ich mal dann einladen im Saal drüben auch, dann kann man das im Einzelnen dann noch darstellen. Und dann war hundertprozentig klar, die Kirche ist in dieser Breite entstanden etwa um 1450, aber nicht in der Länge. In der Länge ist sie erst 1762 gebaut worden. Und ich zeige Ihnen jetzt ganz genau, wie lang die Kirche die 1762 gebaut hat. Hier mal das machen. Erhard Pulling, mein Freund, hier schau, der Baumeister da, Pulling, dann habe ich monatelang vergeblich gesucht und habe gelästert, Pulling, du liegst hier in der Kirche begraben, jetzt suche ich schon seit ein paar Monaten Grab und finde es nicht. Und da sage ich dann auch noch weiter etwas dazu. Und nun ist also die abgebrannte Kirche aufgebaut worden von 1760, 1762 sind sie dann wieder in die Kirche hereingezogen, aber da haben sie nicht einmal ein Pflaster gehabt und keine Stühle. Und die Schlussrechnung für die Kirche hat der Pfarrer erst 1765 dann eingereicht. Und dann sagen sie, die Kirche ist 1760 bis 65 gebaut worden. Im Wesentlichen war es 62 schon bezugsfertig. Und dann haben sie halt nur Pflaster nachher und eine Bänke reinnehmen müssen. Und wenn wir dann draußen an der Außenseite sind, da können Sie auf einen Zentimeter genau feststellen, wo die alte Kirche geendet hat. Man kann auch auf einen Zentimeter feststellen, wie hoch die alte Kirche war, an den Dachrinnen dann. Aber das müssen wir draußen zeigen. Und wenn Sie nämlich, jetzt muss ich dann sehr stark weiter. Ich zeige jetzt einmal ganz genau das Ende der früheren Kirche. Bis 1799. Genau hier. An dieser Kante vom Fenster runter da. Man kann sagen, das Ende des Beichtstuhls. Da läuft noch das Fundament durch von der Kirche, die 1759 abgebrannt ist. Und dann war da hinten ein Haus gestanden.
Und das war da, und das Haus, es hatten Zimmerermeister, jetzt fällt mir, wie hat man den Zahnarzt geheißen, der Schäffler. Schäffler, Zimmermeister Schäffler. Dessen Haus ist dann, als war ein sehr langes, schmales Haus, weil es ja bloß bis da hinten, wo jetzt Silberschlussmauer ist, konnte und ist etwa bis hierher gegangen. Und so war also zwischen der alten Kirche und dem Haus, etwa wo die Emporensäule da hochgeht, bis daher der Zwischenraum gewesen. Es war aber keine Türe in diese Kirche von hinten herein. Und das, weil er zeichnet sich in den wunderschönen veralten anderen alten Grundgemäuern kein Ansatz für ein Portal. Aber da auf beiden Seiten haben wir schöne. Und so haben wir also hier dann 94, 95, das war für mich immer wieder eine neue Sensation, dass ich allmählich die klaren Linien der Baugeschichte dieser Kirche ausmachen konnte. Und dann hat man, das war ja damals noch ein Markt, also die Marktschreiberei ist auch mit abgebrannt. Der muss da drüben irgendwo, wo jetzt das, der Weber drin ist, oder da, eines dieser Häuser muss die Marktschreiberei gewesen sein. Und dann hat der Pfarrer Pulling vom Schäffler dessen Brandstatt erwerben können und er hat dann aber auch die Brandstatt von der Marktschreiberei von Mark Bressert erworben und dann hat er getauscht. Den Schäffler haben es dahin getan und der Pulling hat die gekriegt. Und jetzt war die Möglichkeit gegeben, dass man die Kirche von da etwa 13 Meter verlängern konnte. Wer sich setzen will, kann sich ruhig ein bisschen setzen, 13 Meter verlängern konnte. Und eines ist so wunderbar, den Deckel kann man rausheben, da hinten da im Gang denken, da ist noch schön unversehrt der alte Keller von diesem Haus erhalten. Und da haben es natürlich vor allem, wann das mein lieber höchst geschätzte Neumann Hans, im Volksmund der Spinnerl Hans und dann der Herr Fuchs. Und die haben da ihre Philosophien entwickelt, dass hier der Knotenpunkt aller unterirdischen Gänge in allen Richtungen war, auch hinüber auf dem Judenberg. Jetzt, wenn ich das gehört habe, am Judenberg, habe ich gesagt, jetzt reicht's mir. Jetzt geht es in die Spinnerei rein. Weil das undenkbar wäre, ja, dass man unter der Heidenab durch ein Ding durchziehen kann, am Judenberg über. Und dann habe ich gesagt, jetzt bin ich da. Und wie ich dann im Archiv die Sachen auch noch durchgeschaut habe und komme da drauf, dass das der Keller von diesem Haus heute noch ist. Und was haben sie da an Fantasien erworben? Der geht also da von dem da bis hinüber an die Mauer der Kirche.